zwei Tage nach Unfall, Prinz Philipp, wieder Ärger mit der Polizei. Nur zwei Tage nach dem Unfall mit seinem Land Rover Freelander 2 gab es eine Rüge für den Gatten von Queen Elizabeth, 92. Grund: Fahren ohne Gurt. Zuvor hatten britische Zeitungen am Samstag Fotos veröffentlicht, die den leidenschaftlichen Autofahrer Prinz Philip unangeschnallt am Steuer seines Land Rover zeigten. Eine Polizeisprecherin erklärte daraufhin, die Behörden haben auf die Aufnahmen reagiert. Dem Fahrer wurden angemessene Ratschläge gegeben, erklärte sie. Dies sei das übliche Verfahren, wenn die Polizei auf ein derartiges Vergehen aufmerksam werde. Prinz Philipp war am Donnerstagnachmittag bei tiefstehender Sonne auf die A149, in der Nähe des königlichen Landsitzes in Sandringham, Grafschaft Norfolk. Ostengland, eingebogen, saß offenbar selbst am Steuer und sah den dunklen Kia nicht, der von rechts kam. Rums. Der Kia, mit zwei Frauen und einem Baby an Bord, traf den königlichen Rover mit solcher Wucht auf der Fahrerseite, dass sich Prinz Philipp überschlug. Ein Passant befreite den Prinzen aus seinem Auto, zog ihn durchs Schiebedach nach draußen. Philipp stand sichtlich unter Schock, schrie: "Meine Beine! Wohin mit meinen Beinen?" Der Unfall fachte in Großbritannien eine Debatte über die Fahrtauglichkeit älterer Menschen an. In Großbritannien läuft der Führerschein ab 70 Jahren aus, kann aber mit einem simplen Selbsteinschätzungstest erneuert werden. Amtlichen Angaben zufolge haben im Königreich mehr als 100.000 Senioren über 90 Jahren noch eine Fahrerlaubnis. Prinz Philipp gilt als leidenschaftlicher Autofahrer. 2016 zeigte sich das bei einem Staatsbesuch des damaligen US-Präsidenten Barack Obama und seiner Frau Michelle Obama. Philipp selbst fuhr damals das Präsidentenpaar zusammen mit der Queen auf dem Anwesen von Schloss Windsor herum.